Hallo Modellflieger und Modellbauer, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder in Melle auf Modellflugplatz. Heute haben wir das Event Holz schleppt Holz. Und wir gucken uns mal schöne Sperrholzflieger an. Haben wir einige da. Einmal der schöne Kranich, Salamandra, Doppelrab. Hier von gestern die Muska MG12, die Helmut ja gestern schon eingeflogen hat. Hier mal einen schönen Habicht von Schneider Modellbau. Sebastian hat den Zürichvogel heute nicht mit, weil es sehr windig ist. Sebastian, vielleicht morgen? Das Wetter dementsprechend ist vielleicht ja. Okay. Vor allem, weil er ja noch nicht richtig weggeflogen ist. Ja. Gebaut. Maßstab 1 zu 2,5. Hier eine wunderschöne Klemm L25 mit Moki-Stern. Eine SG38, auch von unserem Fliegerkollegen Helmut. Und noch ein Sperrholzflieger, ein Grunau-Baby. Möchtest, kann ich dir gern ein, Autogramm von ja, dir? Von mir. Höchstens umgekehrt. Ne? Machst du frei. Danke. Ja.
Jetzt sehen wir einen Doppelschlepp. Und zwar der riesige Kranich von unserem Vereinskollegen Thomas Große und die Muska MG12 von Helmut Gehler. Beide Modelle sollen gleichzeitig geschleppt werden. Ob das wohl gut geht, wir werden sehen. Geschleppt sollen die beiden Segler mit der Turbulent von Fritz Eickhoff. Thank you.